So, da wären wir wieder. Können wir inzwischen Handel treiben? Ja, na also. Erstmal alle Betten weg. Die sind irgendwie genauso viel wert wie die ganzen King-Kalitzchen. Also je nachdem, was für eine Qualität die haben. Ein stinknormales Bett sind halt nur 10 Zwergendollar. Genau wie auch ein stinknormales King-Kalitzchen 10 Dollar wert sind. Das Einzige, was irgendwie teurer ist, sind die Sachen aus Stoff. Weil es da wahrscheinlich abhängt, was für ein Stoff das ist und der hat einen unterschiedlichen Wert. Aber gut, so, alles weg. Alles weg. Wir brauchen ganz viele Zwergendoll auf unserer Seite. Das kann auch weg. Das ist, glaube ich, von dem Goblin. Das sind unsere Stoffsachen wieder. Boah, ja, die bringen ganz gut was. Ich freue mich schon drauf, wenn unser Stoffhändler. Oh, nee, keine Eisenhandschuhe verkaufen. Nee, nee, nee. Wenn unser Stoffhändler einen hohen Skill hat, also wenn wir dann die Legendary-Sachen verkaufen können, weil wenn die jetzt auf der ersten Qualitätsstufe schon 100 wert sind, dann will ich nicht wissen, was die auf der letzten wert sind. So, also Eisenhandschuhe nicht, Bronzeschuhe nicht, Granitdinger schon. Bronzeschuhe nicht, das sind unsere ganzen Waffenkisten, wo ich gucken wollte, ob da zufällig auch die Hoods und Mittens drin sind, aber sind sie anscheinend nicht. Das ist schade. So, das reicht jetzt mal. Wir haben jetzt 6.800, dafür hätten wir gerne. Das ist alles nicht so toll. Ich hätte gerne Eisen oder Stahl oder Bronze. Hätte, ja genau, ich will Glas haben. Nein, danke. Jede Menge Leder. Oh, Bronze und Kupferinstrumente. Die nehmen wir mit. Können wir alles einschmelzen? Ein Hase, eine Ziege. Ja, die Käfige nehmen wir auch mal mit. Können wir auch einschmelzen. So, ein paar Fässer. Alkohol brauchen wir nicht mehr wirklich. Da haben wir genug von. Da sollten wir jetzt auch aufhören, was aufzukaufen. Weil es kostet zwar nicht viel, aber es läppert sich auch. So, Waffen. Copperpick. Da nehmen wir doch mal eine von. Oder zwei. Nee. Ah, die Rüstung von denen werden wieder zu groß sein. Die haben alle das Large-Attribut. Schade, schade. Wir könnten zwar. Ja, wir können die Sachen einkaufen und einschmelzen. Das ist auch okay. Das heißt, wir nehmen jetzt die Sachen, die keine hohe Qualität haben, und kaufen die einfach auf. Und machen unsere eigenen kleineren Rüstungen daraus. Kupfer kaufe ich übrigens auf, nicht um daraus Waffen und Rüstung herzustellen, sondern um Teile für Fallen herzustellen. Man kann so eine riesigen Metallscheiben, wie man sie aus Indiana Jones kennt, die da aus dem Boden geschossen kamen, die kann man da herstellen und in Fallen verbauen. Die machen richtig viel Schaden. Und man kann 10 davon auf einem Feld deponieren. Da kommt fast nichts Leben durch. Also dafür hole ich das Kupfer. So, Kupfer, Kupfer. Viel zu teures Eisen, Kupfer, Eisen, viel zu teures Eisen. Normales Eisen. Bisher haben wir 2000 auf deren Seite und immer noch 7000 auf unserer. Das schaut soweit ganz gut aus. Jetzt hätte ich noch gerne ganz viel Leder. Und Stoff. Oh, die haben wieder so komisches Leder. Ich muss warten, bis die Zwerge kommen. Die dürften eigentlich nur Hundeleder haben. So. Jetzt wieder ein bisschen was auf unserer Seite. Damit wir mehr Stoff kaufen können. So. Und das war's auch schon gleich. Und ich denke mal, ich werde dann gleich wieder das Hundeleder verbieten und King-Kalizien aus Leder herstellen. Damit unser Lederer ein bisschen den Skill hochbekommt. Damit er, wenn später er wieder unsere Leder, also Hundelederrüstung herstellt, dass er dann bessere Qualität hat. So, dich nehmen wir auch noch mit. Dich auch noch. Und jetzt eigentlich nur noch Leder und gucken, was sie da unten so haben. Denn wir brauchen jede Menge Essen. Eisenbolzen, nein.
Ah, hier geht's los beim Essen. Wir müssen wieder die Nummern jedes Mal angeben. Ja. Ich würde gerne mehrere Sachen auf einmal auswählen können. Oder so eine ganze Seite auf einmal, das wäre auch nicht schlecht. Aber ja, dadurch dürfte jetzt unser Essensproblem erstmal behoben sein. Zumal wir jetzt ja auch wieder schlachten können. Ich habe keine Ahnung, wie das kam, dass ich das ausgestellt hatte. So, alles mit. Wow, wir haben richtig viel. Aber deswegen waren es ja auch drei Wagen. Nächstes Jahr wären es hoffentlich vier. Da müssen wir gar nichts mehr selber machen. Dann stellen wir nur noch Kinkerlitzchen her und ertauschen uns alles andere. Dum-di-dum. Mal gucken, ob wir auf 1000 Essen kommen, wenn das alles ausgeladen und verkocht ist. Dann brauche ich später Schatzkammern voll mit Essen. Werde ich mir sowieso anlegen, so eine kleine Depots. Irgendwo unten in den Minen vielleicht. Wo wir dann einmal eine Kammer haben, wo Sachen drin sind, die für Notfall sind. Also falls jemand besessen wird zum Beispiel. Dann auch eine Kammer mit den Artefakten, dass das nicht aus Versehen vertauscht, verkauft oder sonst was wird. Und dann noch Kammern mit Essen, Trinken und anderen Sachen. Damit das oben halt nicht so ultra voll ist. Also, das ist jetzt Garn und Seide, das kann auch ein bisschen mit. Kostet ja auch nicht viel. Können wir dann später auch Stoff draus machen. Und es ist gut zum Skillen. Also aus Garn Stoff herzustellen. So. Eisenkette brauchen wir nicht. Irgendwelche Rucksäcke brauchen wir auch nicht. Käse. Käse brauchen wir. Ganz viel Käse. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon bei 7000. Das wird der Händler nicht mitmachen. Doch kein Käse. Er hat jetzt nur 1900 Profit. Probieren wir mal ganz kurz. Tee. Nee, er will, dass wir da irgendwelche Sachen hinzufügen. Ja, das will ich aber gar nicht. Er muss jetzt aber Enter drücken. Ah. So, jetzt hat er ein Gegenangebot gemacht. Und aus unseren Sachen rausgewählt, die er noch gerne dazu hätte. Das sind die ganzen Rüstungsteile gewesen. Das heißt, ich muss jetzt manuell die Teile wieder raussuchen und sie ausschalten. Also hier zum Beispiel, das sollen wir nicht vertauschen. Das waren unsere Handschuhe. Ah, das Schild auch nicht, das 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 auch nicht. Ich glaube, das war es jetzt an Rüstung. Ich hätte die Rüstungskisten echt nicht herbringen sollen. So. Ja, ich sehe nirgendwo mehr Rüstung. Und jetzt müssen wir auf seiner Seite halt dementsprechend viel wieder runternehmen. Damit er erstmal nicht eingeschnappt ist. Und zweitens nicht wieder ein Gegenangebot macht. So, alles weg. Garn ist nicht so wichtig. Das Essen ist wichtig, auch wenn es 4-5 Seiten sind. Heißt, wir nehmen es noch irgendwas zum Einschmelzen wieder mit raus. Was haben wir da? Ne, Leder hätte ich ganz gerne. Eine Stoffkiste können wir da lassen. Dich da. Und dich. Und dich auch. So, jetzt sind wir bei 6000, sind seine Sachen wert und er hat 2500 Profit. Das müsste eigentlich okay sein. Ich drücke mal T. Ja, und er ist sehr zufrieden mit dem Handel. Das ist doch okay. So, R, G und alles wieder weg. Können wir jetzt schon im Status sehen, wie viel Essen wir haben? Wir haben 240 Fleisch und 305 Fisch. Haben wir. Oh. Okay, ganz viele Sachen, die wir kochen können. Was ich eigentlich nur sehen wollte, ist, ob wir irgendwas ausgewählt haben, was wir nicht verkochen sollten. Wie zum Beispiel irgendwelche Sweetpot-Samen oder so. Aber dem scheint nicht so zu sein. Zwergenwein könnten wir verkochen. Da muss ich nur rechtzeitig darauf achten, das wieder auszustellen. Sonst haben wir irgendwann keine Plumpermels mehr. Aber ja, das stelle ich mal auf Kochen. So, Pause. Und jetzt schmeißen wir hier oben unsere Küchen an und stellen Level Schmiels her. Das ist das Höchste, was es gibt. Das benutzt ganz viele
verschiedene Ingredienzien auf einmal. Und das passte noch nicht mehr in ein Fass. Also jedenfalls war es früher so. Gucken wir mal. Jetzt werden die Zwerge eh erst mal beschäftigt damit sein, alles abzuladen. Die ganzen Fische hier. Rote, blaue, grüne, graue. Das ist unser Stockpile für Trinken. Okay. Und ja, Tische sollte ich wirklich demnächst mal ein paar bauen. Denn unsere 60 Zwerge an den drei Tischen ist doch ein bisschen albern. Was machen wir jetzt mit dem Trinken? Wir brauchen irgendwo Platz für Trinken. Hier nicht. Da nicht, da nicht. Wir könnten hier unten ein provisorisches Lager erstmal einrichten. Ah ne, hier werden die Hunde trainiert, ne? Ah, so. Okay, dann halt dahin. So, und da soll nicht alles Essen rein, sondern nur trinken. Und dadurch, dass das Stockpile so weit unten ist, wird hier echt nur was hingebracht, wenn es oben proppevoll ist. Und genau so war es ja auch gedacht. So, die Soldaten unten werden langsam alle hungrig und durstig. Kein Gegner kommt. Ja, ist ja auch okay. Dann stellen wir die mal wieder auf inaktiv. Jungs, ich habe euch gerade auf inaktiv gestellt. Ja, sind sie immer noch. Trotzdem bleiben sie da stehen. Na gut, ist eure Freizeit. Die Clothcrafts sind fertig. Was mich daran erinnert, dass wir hier die neuen, die Rock-Sachen wieder einstellen müssen. Also die Türen, die hatten wir rausgenommen. Was war das noch? Table, genau, auch noch 20. Und Throne. Auch noch 20. So. Was sagen unsere Stocks? Was Stoff angeht, das kann ich ja erst wieder überprüfen, wenn die Händler weg sind. Und das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber die Krieger irritieren mich jetzt echt ein bisschen. Ich habe die auf inaktiv gestellt. Oh, wir müssen wahrscheinlich erstmal O drücken für Cancel Station. Ah, okay. Das heißt, selbst wenn sie nicht mehr aktiv sind, wenn man ihnen vorher einen Befehl gegeben hat, also irgendwas umzubringen oder irgendwas zu bewachen, dann bleiben sie trotzdem da. Das ist auch eine interessante Information. So. Wir wollten auch noch weiter an unserer Müllpresse bauen. Die wäre jetzt hier. Da ist die Brücke. Jetzt müssen wir noch den Schalter verbinden mit der Brücke. Also B. Enter. 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 Und drücken schon mal gleich Shift P, dass die Brücke rausgefahren wird. Haben wir inzwischen Türen? Nein, wir haben keine Türen. Wäre ja auch zu einfach. Oh, und wir können unsere Designation mit dem Abbauen hier mal neu setzen. Das war hier. Und das da und das da und den Rest mache ich mit der Maus. Nämlich da und 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 da. So. Jetzt haben unsere Jungs wieder was zu tun. Ganz viele. Ah, Liberty the Knight hat eine Party geschmissen. Ah, so viele sind nicht da. Eins, zwei, drei. Okay, ist noch überschaubar. Ich kann mich daran erinnern, früher ist denn das halbe Fort immer zu den Partys gegangen und hat nichts mehr gemacht. Das war schon nervig. Da musste man dann irgendwann die Tische abbauen lassen, damit die Party aufgelöst wird. Ja, zu so fiesen Tricks muss man da greifen. So, der Mechaniker ist schon mal da. Das schaut gut aus. Dann können wir schon mal hier die Garbage Dump designieren. Nämlich da. Garbage Dump. Und dann müssen wir gucken, ob das gleich vom Platz her hinhaut. Wo läufst du jetzt hin? Hättest du gleich den Schalter drücken können. Und eine Sau hat Kinder bekommen. Das schreibe ich jetzt nicht mehr auf. Das ist mir zu albern. Vor allem steht da nicht ein Pub, sondern gleich mehrere. Da wird gar nicht mehr aufgelistet, wie viele das sind. Aber gut. Was kommt da? Achso, die haben alle ihre Schubkarren dabei.
Und jetzt könnt ihr sehen, die Brücke wurde eingezogen. Das ist gut so. Jetzt brauchen wir mal irgendwas, was wir zerstören können. Gehen wir mal auf. Haben wir irgendeine Statue von. Ah, eine Jet-Statue von einer Magma-Krabbe. Nee, das klingt episch. Das ist irgendein Zwerg. Na gut, dieser Rockmechanismus wird jetzt gedumpt. Hoffentlich haben wir nicht irgendwo anders noch einen anderen Garbage-Dump designiert. Ich glaube, wir hatten oben noch einen bei dem Goblin. Der muss erstmal weg. Der da. So. Jetzt müsste das der Mechanismus hier runtergeschmissen werden. Da ist der Mechanismus. Flupp. Und die liegt ja da in der Ecke. Und wenn wir jetzt den Schalter da drücken, müsste eigentlich ja zerstört werden. Wenn es denn richtig gebaut ist. Ich habe vergessen, vorher ins Wiki zu gucken, ob das wirklich so funktioniert. Nö, tut es nicht. Weil die Brücke halt eine Ebene weiter oben ist. Ah, na gut. Dann wirst du jetzt wieder gedrückt. Dann lassen wir die Brücke einfahren und bauen dann in der Ebene darunter noch eine Brücke. So. B. Bridge. Wenn den überhaupt hier hinpasst. Needs walkable parameter. Nee, die passt hier nicht hin. Ärgerlich. Das heißt, wir müssen dann hier auch noch einen Zugang machen. Okay, das heißt, wir bauen jetzt hier eine Treppe runter. Dann wären wir hier. Hier bauen wir eine Treppe hoch. Und da bauen wir einen Zugang. Und so. Dann können wir hier auch die Rampen wegmachen, dass nicht aus Versehen ein Zwerg da hochläuft. Und was machen unsere Türen? Unsere Türen sind schon fast fertig. Das heißt, wir können hier oben schon mal da eine Tür hinsetzen. Da eine Tür hinsetzen. Und dann verbieten wir später, sobald die Sachen reingeworfen sind, die Tür, dass auch kein Zwerg jemals da dann reinläuft, während die Presse in Betrieb ist. So. Hier sind unsere Zwerge aber da oben an dem Machen. Na gut, eilt ja eh nicht. Die Presse wird noch eine Weile dauern. Vor allem, bis ich rausgefunden habe, wie das Ding richtig funktioniert. Ich glaube, da war auch irgendwas damit, in welche Richtung die Brücke eingefahren wird. Oder ob sie eingefahren wird, hochgeklappt und all sowas. Das war schon irgendwie wichtig. Aber das muss ich dann gucken. Erstmal machen wir jetzt eine kleine Pause und eventuell habe ich es ja bis nächste Folge rausgefunden. Also bis dann.